So, und damit ein Willkommen zu einem, ja, neuen Projekt oder so. Weiß nicht, ob man das so nennen kann. Auf jeden Fall spielen wir Pokémon. Allerdings nicht die normale Version, sondern eine, ja, leicht veränderte Version, auf die ich mich sehr freue und auf die ich durch ganz blöden Zufall gestoßen bin. Ja, erstmal ein paar Informationen zu dem Spiel selber. Feuerrot, das Remake zur ersten Generation Pokémon Rot aus dem Jahre 1996 im Februar. Und die Feuerrot, also das Remake, kam im Oktober 2004. So, aber ich will euch jetzt hier nicht irgendwie 5 Stunden lang irgendetwas vor die Ohren labern, sondern ich möchte anfangen. Wir wollen anfangen. Es wird episch. Wir drücken Start. Und werden erstmal in die Steuerung eingeführt. Okay. Das macht aber erstmal nichts. Okay. Ja, das ist jetzt eigentlich ziemlich uninteressant. Brauchen wir nicht wirklich. So, da haben wir ihn, den Pokémon-Professor. Hallo, freut mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ja, mein Name ist Baum. Nee, natürlich Professor Eich. Und er hat ein sehr interessantes Pokémon dabei. Ja, die Leute nennen mich nur den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Pokémon bewohnt oder so, oh Gott. Nein, wird von Kreaturen bewohnt, die wir Pokémon nennen. Ja gut, hier heißen die nicht wirklich Pokémon, sondern Moemon, denn wir spielen den Moemon-Hack. Ja, kann man eigentlich schon als Hack sehen. Für mich, ich studiere die Pokémon. Also, wenn man das jetzt wörtlich übersetzen, ja, lass mal das. So, das Mädchen kommt wieder rein. Aber zuerst, sag mir ein bisschen über dich. So, sag mir, bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Moment, da muss ich eben mal ganz schnell nachgucken. Naja, Junge, würde ich mal sagen. Aber da wir hier ja eine spezielle Version spielen, bleiben wir auch das Mädchen. So, beginnen wir mit deinem Namen. Wie lautet er? Wir nennen uns, ja, wie nennen wir uns denn? Total einfallsreich. Kuro. Ja. Richtig, dein Name ist Kuro. Habe ich den noch richtig geschrieben? Ja. Wäre zumindest nichts Neues, wenn das mal ein bisschen schief gehen würde. So, das ist mein Neffe? Grandson? Ja, Neffe. Nee, Enkel. Quatsch, Enkel, oh Gottes Willen. So, er ist ein Rivale seit, ja, also er ist schon seit, ja, Kindesalter, ja gut, wir sind eigentlich jetzt immer noch Kinder, aber schon seit wir Babys waren, ist er mein Rivale. Da frage ich mich natürlich auch, wie kann man als Baby irgendwie ein Rivale von jemandem sein? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Wie nennen wir dich denn? Giroy, ja. Ja, genau, das passt zu Kuro, also Gegensätze. Wobei, da wären wir jetzt in der Version Schwarz und Weiß wieder, na egal. So. Okay, ich erinnere mich jetzt. Sein Name ist Giroy. Und ich habe das hundertprozentig falsch geschrieben. Ich und Japanisch. Kuro. Ja, ich und Englisch. Eine Welt voller Träume und Abenteuer mit Pokémon erwartet dich. Los geht's. Und ich habe irgendwie Soundbugs.
Das nervt mich gerade. So, was wir allerdings mal machen müssen, ist die Textgeschwindigkeit auf schnell. Was haben wir denn für Frames? Also Frame. Ja, es sind jetzt nicht so pralle dabei, ne? Wobei 7 geht. Ja, komm. Wir nehmen die 7. Und wir haben keine Turbo-Treter. Oh. So, wir schnappen uns den Trank. Beziehungsweise die Potion. Und ja, wir haben die Möglichkeit, eine Speed-Taste zu benutzen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich die einsetzen soll. Lasst es mich einfach wissen, ob ich sie benutzen soll oder nicht. Ich persönlich sage nein. Aber das bleibt jedem, ja, so ziemlich selber überlassen. So, hier haben wir Eislabor. Schauen wir erst einmal, was wir hier haben. Wie heißt du denn? Ist das richtig? Oh, schau. Ja, was soll ich denn gucken? Trainertipps. Drück Start, um das Menü zu öffnen. Weißt du, woran mich das erinnert? An Hey Listen. Aber das ist gut, wir können einmal speichern. Boah, diese Soundbugs, ne? Die gehen mir gerade voll auf die Nerven. Ich werde mal gucken, ob ich das eventuell in der nächsten Aufnahmesession so ein bisschen beheben kann. Apropos. Gleich mal nachgucken, wie spät wir es überhaupt haben. Okay. Dieser nette Herr teilt uns mit, ja, dass wir Items im PC lagern können. Allerdings wollen wir doch erstmal gucken, was wir hier noch so haben. Shirois Haus. Alles klar. Da gehen wir doch mal rein. Hi, Daisy. Okay. Hi, Koro. Mein Bruder Shiroi ist außerhalb. Also er ist im Labor, mein Gott. Ja, ich und Englisch. Das kann ja was werden. Das wird ein Traum. Hey, warte, geh nicht raus. Nein. Eine Maus oder eine Taube können dich umbringen. Sehr schönes Zitat. Es ist gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst ein eigenes Pokémon für deinen Schutz. Ich weiß. Hier, komm mit. Also komm mit mir. Boah, diese Soundbugs. Ich hasse es zu warten. Shiroi, lass mich denken. Ach ja, richtig. Ich sagte dir, du solltest kommen. Jetzt warte etwas. Hey, Kuro. Da sind 3 Pokémon. Haha. Die Pokémon, ja, befinden sich in den Pokébällen. Als ich jung war. I was a serious Pokémon Trainer. Warte mal, serious heißt doch sicher, ne? Oder so? Na, auf jeden Fall wollte er Pokémon Trainer werden, so. Ja, aber in meinem Alter habe ich jetzt nur noch 3 übrig. Okay, alles klar. Du kannst eins haben. Los, wähle. Oh, Shiroi, halt die Fresse. Erst sind wir dran. Das ist nicht fair. Was ist mit mir? Patient? Das war doch, sei geduldig, ne? Irgendwie. Du kannst auch eins haben. So, da wollen wir doch mal gucken, was wir haben. Ich dreh durch. Ein Glumanda. Nein, Glumanda wollen wir tatsächlich nicht haben. Wir wollen auch nicht das Shigi haben. Nein, denn wir nehmen das Bisasam. So, ja, wollen wir. Yay, wir haben das Bisasam von Professor Eich bekommen. Sehr schön, und das bekommt auch einen Spitznamen. Ich habe lange überlegt, was für Spitznamen wir nehmen können, und bin anschließend auf einen sehr schönen Namen gestoßen. Und zwar auf Kasumi.
Mikazumi. Ja, ist das richtig? Ja. Bedeutet so viel wie Harmonie und Schönheit. Und glaubt mir, dieser Name ist so passend. Das glaubt ihr gar nicht. Ich bin jetzt schon begeistert. So, wir machen uns auf den Weg. Doch werden natürlich von unserem Rivalen herausgefordert. Lass uns unsere Pokémon testen. Komm, ich fordere dich heraus. Man muss dazu sagen, ich habe tatsächlich die erste Generation gespielt, die rote Edition. Und auch die gelbe. Allerdings bin ich nie so wirklich dazu gekommen, die Feuerrot zu spielen. Und jetzt bekommen wir natürlich erstmal, wir bekommen alles erklärt. Ja, brauchen wir nicht wirklich, denn wir wissen bereits, was wir zu tun haben. Ja, da oben sind die HP oder beziehungsweise, ich glaube im Deutschen sind es die KP, oder? Oder waren das im Deutschen die KP? Die Kraftpunkte? Egal. Wir hauen einmal Heulen rein. So, Angriff sinkt. Sehr schön. Ja, damit können wir leben. Sehr schön. Der Schaden ist der Schlüssel zum Erfolg in einem Kampf. Oder irgendwie so. Na, jetzt setzt er auch Heulen ein. Also Heuler. Komm, Sport, das kann nicht wahr sein. Ich will... Oh, nice. Critical. Komm, noch ein kritisch? Na, schade. Hätte ja klappen können. Ja, was wollte ich sagen? Pokémon Rot und Gelb... Oh, sehr schön kritisch. Ja, ist wieder unterbrochen. Ja, Rot und Gelb habe ich gespielt und das nicht nur die Story, sondern ich habe es tatsächlich richtig gesuchtet. Ich habe es so lange gespielt, bis ich alles auswendig kannte. Und ich bin echt gespannt, was hier so abgeht. Denn Feuerrot ist tatsächlich so eine Art, ja, Blind-Let's Play kann man eigentlich nicht sagen, weil ich kenne ja den Vorgänger. Ja, hat sich das falsche Pokémon ausgesucht, von mir aus. Wir gewinnen 80 Poké-Dollar. Und werden natürlich von Professor Eich gelobt. Sehr schön. Und haben natürlich schon unser erstes Level Up quasi geschenkt bekommen. Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden und so, ne? Smell you later. Rieche dich später. Junge, ich bin ein Mädchen. Ne? Das Ganze zu deinen Punkerfreunden sagen, aber nicht zu einer Lady. So, Alabastia, die schöne, ruhige Stadt, die wir, ja, nach wie viel Minuten? Wir speichern mal. Nach 7 Minuten schon wieder verlassen werden, sehr schön. Ja, wunderbar. So, wir gehen durchs hohe Gras, durch Route 1. Und schauen dann natürlich mal, was wir so alles haben. Viridian City, also Vitania City. So, von dir bekommen wir was. Ich arbeite in einem Supermarkt. Ja, ja, wir führen viele verschiedene Sorten von Items. Bitte besuch uns in Vitania City. Ich weiß, ich gebe dir ein, Werbegeschenk. Sample ist ja eigentlich das Beispiel. Also, er gibt uns auf jeden Fall einen Trank. So,